Moin liebe Leute und willkommen zurück zu einer weiteren OMSI-Folge. Ja, und heute fahren wir mit dem Citaro K, wie wir sehen. Ein extrem kleiner Bus. Wir fahren heute auf der Map Baumgarten und wir fahren mal das Shuttlebus Chrono Event. Ja, wir fahren den Shuttlebus beim Chrono Event. Weil ich Lust hatte, diesen Bus zu fahren und ich wollte keine lange Linie fahren und Grundorf hatte ich jetzt auch keinen Bock. Darum dachte ich mir, diese Linie, auch wenn wir die schon gefahren sind, aber noch nicht mit diesem Bus. Und die Linie ist ja eigentlich auch ganz interessant. Ist zwar kurz, aber interessant, kann man sagen. So, hier bei der Messe könnte das übrigens ein kleines bisschen laggen. Warum meckern die denn? Na gut, ich bin... es tut mir leid, ich bin nämlich American Truck Simulator gewöhnt. Jetzt bin ich so lange gefahren. Oh, hoppla. Können Sie nicht vorsichtiger fahren? Ja, der American Truck Simulator meckert hier keinen Fahrgast, weil wir da keine Fahrgäste haben. Rein theoretisch müssten die alle besoffen sein, die ich mitnehme. Weil bei so einem Chrono-Event, da ist sicherlich, da kann sicherlich keiner mehr von denen auf so richtig jetzt auf zwei Beinen stehen, sagte ich mal. Nein, ich habe mich verfahren. Verdammt, egal, ist kein Problem. Eine Stunde Fahrschule ist ja nichts dagegen, ne? Es tut mir leid. Ich weiß nämlich, wo das Problem war. Es war die falsche Ausfahrt. Das habe ich immer. Ich fahre immer in die Ausfahrt, obwohl es die nächste ist. Ich hätte mit Pfeilen fahren sollen. Ist ja nicht schlimm. Jetzt bin ich auf dem Feld vom Bauern gefahren, aber... Gut, habe ich ihn ein bisschen die Ernte kaputt gemacht, aber da war ja eh nichts angepflanzt. Ich habe ihn ja nur ein bisschen den Rasen da kaputt gemacht. Die Grasplantage. Habe ich das richtig gesehen, dass da gerade jemand drüber gelaufen ist? Ja, übrigens, der Tank ist relativ leer. Ja, aber da kann ich nichts für, denn der Bus ist so gespawnt. Wir haben noch 18% Tankinhalt, damit sollten wir locker auskommen. Und so ein kleiner Bus verbraucht ja nicht so viel, wenn das richtig umgesetzt ist. Warum blinke ich auf dem Campingplatz? Schon wieder falsch abgebogen. Egal, fahren wir mal einen Campingplatz. Nein, ich habe den Zaun mitgenommen. Ist mein Spiegel ab? Ne, der geht zum Glück nicht ab. Weil der aus dem Gladbeck-Add-on kann auch abgehen. Hallo. Guten Morgen. Oh oh! Ich hoffe, der Scheiße. Der Bus ist weggerutscht. Aber es. Ah, doch, es ist ein Blinker kaputt gegangen gerade. So ein Mist aber auch.
Oh nein! Boah, bei Nacht. Heute der Michael Schumacher, ja, es tut mir leid, ich sehe einfach nicht viel bei Nacht. Es ist einfach sehr, sehr dunkel hier. Darum fahre ich jetzt auch mal Fernlicht, damit ihr auf YouTube überhaupt was seht. So, nein, wir biegen nicht hier ab, wir biegen die nächste ab. Da habe ich schon mal den Fehler gemacht. Nicht lenken. Los, nicht lenken. An der Messe leckt es leicht, es tut mir leid. Mal gucken, wie lang die Folge ist. Ich glaube, ich hätte sie da rauslassen müssen. Egal, dann lasse ich sie hier raus. Beim Einstieg. Einmal kurz Betriebsfahrt. So, die Folge ist 7 Minuten lang. Gelini könnten wir rein theoretisch nochmal fahren, aber ich glaube, das wäre ein bisschen langweilig. Darum wollen wir mal gucken. Kunde, ich will mal ganz kurz gucken. Ich beam mich mal kurz zum Betriebshof. Ich will nämlich mal sehen, wo er ist. Ja, um sie lädt. Sonst wäre ich da jetzt hingefahren. Ich weiß, wo er ist. Jetzt habe ich vergessen, welche Linie da lang fährt. Der ist auf jeden Fall nicht weit vom Fleischhackerplatz. Ja. Ey, komm, nicht lenken. Ja, komm, was ist denn das für ein langer Weg? Betriebshof. Genau, dann biegen wir uns zum Fleischhackerplatz und fahren jetzt vom Fleischhackerplatz zum Betriebshof. Ist zwar eigentlich Quatsch, aber irgendwie müssen wir die Folge erfüllen, ne? Ob wir jetzt eine Linie fahren oder zum Betriebshof fahren, ist ja egal. Es ist ja immer noch Omsi, ne? Ja, es leckt gerade ein bisschen, muss ich noch stabilisieren. Dann geht das aber auch. Aber ich bin so froh, wenn ich mir einen neuen PC hole. Oh, keine Lags mehr. Das wäre so schön. Viel mehr Autos, die rumfahren. Viel mehr parkende Autos. Viel mehr Busse. Keine Lags. Bessere Grafik. Oh, ist das. Ein Traum ist das. Und der geht bald in Erfüllung. Nicht mehr lang hin. Mal sehen, wann ich mir den kaufen kann, den Ding. Ein PC. Vielleicht schon auf jeden Fall spätestens nach Weihnachten. Vielleicht auch schon nach meinem Geburtstag, dementsprechend im November. Am 12. November habe ich Geburtstag, also nach dem 12. November. Oder eventuell schon früher, wenn ich das Geld irgendwie zusammenkriege.
sehr unwahrscheinlich ist ohne Geburtstag. Das ist aber nicht gelenkbusfreundlich hier, die Einfahrt. Oh, der Hügel ist auch nicht Citaro K freundlich. Dann können wir tanken gleich und reparieren und alles. Das ist aber schön hier. Haben wir immer noch? Ja, 17%. Der verbraucht anscheinend wenig. Scharanke ist auf. Guten Tag, Kollege. Fahren wir mal durch die Washing Anlage. Das ist gar keine Waschanlage, ne? Kann man seinen Bus parken. Haben wir hier eine Waschanlage? Nehmen wir, glaube ich, noch eine Saftstation. Genau. Machen wir mal den Saft voll. So. Einmal Saft auffüllen, tanken und waschen können wir direkt auch. Oder ist er so schmutzig? Naja, eigentlich nicht, ne? Oh, wir müssen mal bei richtig schmuddeligem Winterwetter fahren. Und am besten mit einem weißen Bus. Dann wollen wir uns den Bus mal nachher angucken. So, wie sieht's aus? Füllt sich der Bus? Wenn ich jetzt weiterfahre, füllt sich der dann immer noch? Interessant zu wissen. Ne, da müssen wir wohl da stehen bleiben. Ich glaube, damals im Omsi war das so, dass der sich weitergefüllt hat. Na komm. Von mir kann man waschen an der Tankstelle. Können wir das nicht hier irgendwie sehen? Ich würde das gerne realistisch haben. Was soll das denn hier? Das verstehe ich nicht. Egal, wir sind gleich fertig. Hoppla, das war mein Finger. So, 82, 83, 84, 85. 90, 95 und voll. Nein, ja, jetzt voll. 100%. So, dann wollen wir den einmal noch reparieren gehen. Haben wir irgendwie eine Werkstatt? Ja, hier ist die Werkstatt, sagen wir mal. Hier muss doch eine Werkstatt sein, oder nicht? Oh, ich guck mal. Wir können auch mal eine Folge machen, wo wir vom Depot aus wirklich erst zur Linie hinfahren und dann uns die Linie holen. Auch komisch, dass hier nur Line City stehen. Und dabei fahren die auch Mercedes. Achso, die Mercedes sind voll im Dienst und die Line City denken die sich braucht keiner. Darum lassen wir die hier mal stehen, ne? Ja, so muss es sein. Schlaue Typen, die wollen wohl gerne mit Mercedes fahren. Kann ich verstehen. Was bist du für ein Gebäude? Auch so eine Garage. Geil, dann tun wir so, als wäre das eine Werkstatt. Dann lassen wir den Bus einmal reparieren. So, Reparaturen, die dauern 8 Minuten. So haben die fertig gemacht.
können wir weiterfahren. Dann ist der Bus jetzt fertig, ne? Stellen wir noch einen Parkplatz. Dem gesagt, stell ihn nach hinten ab. Ich glaube, er meinte hier. Weil hier ist ein perfekter Platz für so einen kleinen Bus. Oder meint er da? Nee, da meinte er bestimmt. So. So ist gut, ne? Machen wir so. Nein. Nein. Ich hab doch den Drive-Gang reingemacht. Aber man sieht ja, der ist nicht viel kleiner als der normale. Ist das Licht komplett aus drin? Das sieht irgendwie noch so hell aus. Mhm. So, dann machen wir das Licht noch aus. Ich kann nicht drehen, aber egal. So, habe ich ausgemacht. Kann man da irgendwie an so? Nee. Ich will ja nichts sagen, aber ich kann den Schlüssel nicht drehen. Tun wir so. Machen wir. So, nur noch den neutralen Gang rein, der ist drinne. Bremse rein. Dort steht der Bus, ne? Heizung, das ist aus, ja, prima. So, gründlicher Check, sieht alles gut aus. Ja, sauber hinterlassen, hopp. Gehen wir mal raus in den Innenraum. So, hier ist auch alles sauber. Muss die Crew nachher noch einmal durchfegen vielleicht. Aber ich glaube, das ist nicht nötig, denn der Bus ist sauber. So, ist irgendwas Schlimmes? Scheiben sind alles in Ordnung, kein Kratzer. Von außen, da war halt der Blinker, den haben die aber schon repariert. Der ist ja nicht durch einen Unfall kaputt gegangen, sondern der ist ganz natürlich kaputt gegangen, ne? Von außen, ja, Reifendruck. Ja, Reifen sind gut. Reifen vorne sind auch noch gut. So, ich habe den Bus sauber und ordentlich hinterlassen, würde ich sagen. Hier alles auch perfekt. Ja. Auch perfekt. Alles perfekt hinterlassen und den Rest kann sich morgen der nächste Fahrer kümmern. Ich habe das Ibis noch nicht ausgemacht. Verdammt. Ich musste kurz das Ding an Elektriker machen, um die Tür aufzumachen. Sowas Blödes aber auch. Ibis wollte ich ausmachen. Wäre das so schlimm, wenn man das über eine Nacht auf Betriebsfahrt stehen lässt? Eigentlich nicht, oder? Jetzt mal im Ernst. Würde man das in echt eine Nacht auf Betriebsfahrt lassen? Wäre das schlimm? Ich muss das sogar so machen. Das ist ja viel cooler als Betriebsfahrt eigentlich.
Okay, dann hauen wir mal ab hier. Machen wir mal die Elektrik aus, nicht? Nein, aus. Tür können wir von außen zu machen, ne? Ja, jetzt muss ich kurz unrealistisch sein. So, raus. Hopp, jetzt bin ich draußen. So, mach mal die Tür hier zu, den Knopf. Licht geht auch automatisch aus, weil ich den Knopf gedrückt habe. Ja, und dann würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch mal eine positive Bewertung da. Wenn euch die Folge nicht gefallen hat, dann schreibt in die Kommentare, warum. Fandet ihr das witzig, so am Ende ein bisschen mit den Rollenspielen? Soll ich das öfter machen? Ja, ihr müsst mir das in die Kommentare schreiben, sonst weiß ich nicht, was ich tun soll. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ja, und tschüss. Und ich wünsche euch einen schönen Tag oder einen schönen Abend oder einen schönen irgendwas. Ja. Tschüss, euer GamerspielTV.